Jetzt bin ich wieder am Eingang. Jetzt muss ich zurückgehen für die Schatztruhen. Aber jetzt wird erstmal gespeichert. Speicherstand 4. Speicherstand 3 ist übrigens der Speicherstand, wo ich noch am Schatztruhenrätsel dran bin. Okay, Zerobrett weitermachen, wenn ich schon dabei bin. Noch mehr HP für Tidus. Und bei Rico geht es jetzt natürlich um einiges weiter. Nochmal 200 HP. Nochmal zweimal Angriff. Geschick um 2 gestiegen. Nochmal 4 im Angriff. Ich kann es gut auch mal einen Level 2 Serapass benutzen. So. Und jetzt gibt es noch eine neue Technik und das wäre Retard Shock. Oren. Der wird jetzt auch angriffstechnisch wieder um einen stärker. Angriffskraft plus 3. Angriffskraft plus 4. Kimari. Abwehrkraft plus 4. Und dann haben wir noch Angriffskraft von Kimari um 4 gestiegen. Waka. Wird ein gutes Stück schneller. Und außerdem steigt der Reflex. Lulu. Wird schneller. Hat sie nötig. Yuna. Reflexwert steigt. Und Abwehr steigt. So, das war's. Jetzt gehen wir wieder zurück. Es werden keine Monster kommen. Ach, ist das schön. Jetzt kann ich einfach ohne weiteres kann ich wieder zurück hingehen und muss mir keine Sorgen machen wegen Monstern. Weil die Monster, die ich besiegen musste, die kommen jetzt nicht mehr. Eine ganze halbe Stunde hat dieser Kampf gedauert. Das ist echt lange. Liegt aber auch daran, dass Omega Weapon 1 Million HP hat. Eine verfickte Million. Und das ist jetzt wirklich eine ganze Menge. Das ist eine Menge Holz. So, es dürften keine Monster kommen, weil die habe ich alle besiegt. Jupp, kommen keine mehr. Sehr schön. Da kann ich also schön zurückgehen und noch ein paar Schatztruhen holen. Zumindest die paar, die noch hier waren. Aber dann darf ich auch wieder alles zurücklaufen. Und weil ich ja gerade so viel Zeit habe, kann ich das Let's Play auch gerade beenden. Also, beenden. Nein, nicht beenden. Fürs Erste einfach mal beenden, weil wenn ich fertig bin damit, oder eben nicht, wenn ich den Endboss besiegt habe, wird es erst später wieder weitergehen. Und zwar an dem Punkt, wo ich dann das Ferrobrett eigentlich sozusagen wirklich total gemacht habe. Wie ich das meine, ich werde dann einfach noch die restlichen Monster in der Monsterfarm besiegen. Ich werde dann noch die schwarzen Bestias versuchen zu besiegen. Den Richter später noch. Ja, etwa das.
Magiesferoide halten. Wer kann das gebrauchen? Magie. Luna zum Beispiel. Aber die hat keinen Platz. Tidus braucht's nicht. Riku auch nicht. Orn sowieso nicht. Kimari. Habe ich was vergessen? Oder doch nicht? Ah nein, doch nicht. Wakka kann's auch brauchen eigentlich. Lulu? Ja, Lulu am besten. Am besten Lulu. Magiesferoid. Okay, einbauen. Das war's. Sonst ist hier nichts mehr. Abgesehen vom Magiesferoiden. Was ich jetzt eigentlich theoretisch auch machen könnte, ist jetzt zu ziemlich jedem Tempel könnte ich zurückgehen und ein paar Steroide abholen. Weil jede Bestie, mit der lässt sich dann nochmal reden. Und die gibt dann bestimmte Steroide. Aber da ich eh nicht mehr leveln werde, ist es mehr oder weniger unnötig. Naja, sowieso kann ich nicht zu jeder zurückkehren, weil zum Beispiel in Beastade gibt es den schwarzen Valfaris. In der Bicanel. Und ja, in Bicanel gibt es den schwarzen Ifrit. In der Donnersteppe den schwarzen Ixion. Und die schwarze Ixion. Beim Makalania Tempel gibt es die schwarze Shiva. Beim Xenarkand-Tempel den schwarzen Bahamut. In der vergessenen Höhle gibt es den schwarzen Yojimbo. Die schwarze Anima gibt es am Berg Gagaset. Und irgendwo am Funguspass gibt es das schwarze Magus-Trio. Alle verdammt schwer zu besiegen. Und auf die habe ich jetzt keinen Bock. So. Dann gehen wir zurück zum Speicherpunkt. Damit ist dieses Gebiet komplett erforscht. Und ich muss hier nur noch zurückkehren, wenn ich meine Monster haben will. Also, warum gehst du eigentlich hier hin? Da wollte ich nicht hin. Dankeschön. Die Steuerung war hier gut. Dann gibt es natürlich noch die Monster. Da ist zum Beispiel die schwerste von allen. Und später auch noch den Richter. Jetzt gehen wir zum Flugschiff und jetzt wird's richtig ernst. Jetzt wo ich Omega-Weapon besiegt habe, gibt es eigentlich nichts, was ich noch ohne großen Aufwand von Training machen könnte. Ich habe eigentlich alles gemacht. You're counting on you, kid. Okay, etwas früher als erwartet geht es jetzt zum finalen Kampf. Zu Sinn. Yeehaw, here we go. Weil sozusagen, es gibt nichts mehr, was ich schaffen könnte, ohne noch groß irgendwas zu machen oder zu leveln. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich hab praktisch alles, was ich will. Dann gehen wir halt zu Sinn.
Oder besser gesagt, wir sind ja in 10 drin. Daher geht es jetzt zum finalen, zur finalen Quest. Zum finalen Kampf, besser gesagt. Ich glaube nämlich, dass ich ab und zu oder sehr oft Quest und irgendwelche andere Sachen ganz falsch sage. Beziehungsweise für die falschen Sachen ausdrücke. Ich denke, es gibt mehrere Wege, die zum Eingang führen. Sie sind noch relativ schwer einsehbar. Da muss man fast den Symbolen folgen. Okay. Bald. Ich müsste mich noch mal eigentlich zuerst erinnern, was ich alles geschafft habe. Aber, ja. Eigentlich... Ich habe wirklich eigentlich alles geschafft, was ich für nötig halte und was eigentlich machbar war. Okay, gut, ich könnte hier natürlich noch ein paar Monster besiegen und diese Tür öffnen, aber dafür habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Das wird dann alles noch später kommen. Oder besser gesagt, das werde ich alles später machen. Offscreen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen erschrocken. Das ganz wenig. Also das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es kommt. Ach, kannst du da nicht runterspringen? Schade, ich dachte, du könntest es. Na gut, ich kenne ja auch noch einen anderen Weg. Sehr bedrohliche Musik. Hinauf. So, sehr gut. Jetzt sind wir wieder beim letzten Raum. Beim allerletzten Raum, bevor es zum Endboss geht. Dieser Raum heißt Turm der Toten. Okay. Ich rufe mir jetzt nochmal alles in Erinnerung. Was habe ich eigentlich groß geschafft? Die Reise ist beendet sozusagen. Ich habe für jeden die Solaris-Waffe. Okay, vielleicht sollte ich mal bei den Trophäen schauen. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen besser, um das Ganze in Erinnerung rufen. Es lädt und lädt und lädt und lädt. Okay, da haben wir es. Final Fantasy X HD Remaster. Ich habe bereits 59% aller Trophäen. Das ist nicht schlecht. Vollendung müsste ich erst noch schaffen. Alle Trophäen erhalten. In fremden Zungen reden. Dafür müsste ich ein Albert-Lexikon finden. Das habe ich geschafft. Teamarbeit. Ein Blitzballspiel gewinnen. Davon habe ich über 50 Stück gewonnen. Das Richtige tun. Alle Prüfungen im Tempel von Bisade bestanden. Jo. Hab ich geschafft. Ein einnehmendes Talent. 200 Mal erfolgreich mit Rico gestohlen. Ja, war eine Zeitarbeit. Alle Gruppenmitglieder versammelt. Ja, okay. Auch Zeitarbeit. Aus tiefstem Herzen. Die Verabredung unserer Wasserszene gesehen. Ja, schöne Szene. Angeber. Ein Blitzballturnier gewonnen. Stürmer. Checkspezial gelernt. Ja, sehr schön. Chocobo-Schein. Chocobo-Training abgeschlossen. Gut und geschafft. Die Vergangenheit bewältigen. Junaleska besiegt. Mhm. Ziel des Hasses. Simon Ultima besiegt. Ja, auch geschafft.
Blitztänzer. 200 Blitzen ausgewichen und die Belohnung erhalten. Geschafft am 5.7. Das habt ihr nicht gesehen. Fühle den Schmerz. Anima erhalten. Ja. Natürlich auch alle drei optionalen Bestias erhalten. Anima, Yojimbo. Alles dreht sich ums Geld. Und das Magistria. Delta-Angriff. Dann habe ich noch alles für Reden in der Sphärenoper von Luca gekauft. Chocobo-Reiter. Fang Chocobo mit einer Gesamtzeit von 000 gewonnen. Ja, geschafft. Hammerschlag. 9.999 oder mehr mit einem einzigen Attacke hinzugefügt. 100.000 Geld oder mehr für Bestechungen ausgegeben. Unter der Hand. Nachricht aus Vergangenheit. Alle Jack-Sphäroiden erhalten. Nun ja, wird schwierig, weil einige der Jack-Sphäroiden, die sind mit den schwarzen Bestias verbunden. Daher konnte ich das noch nicht machen. Megaschlag. Mit einer Attacke 99.999 Schaden zugefügt. Habe ich geschafft. Mit Valfaris. Chocobo-Meister. 5 Schatztruhen in Chocobo-Rennen im Tempel Remium erhalten und das Rennen gewonnen. Jupp, geschafft. Das habt ihr auch nicht gesehen. Cerebrett eines Charakters vervollständigt. Muss ich erst noch machen. Blitzballmeister. Alle Ekstase-Techniken Wackers freigeschaltet. Ja, habe ich auch sehr viel Blitzball gespielt. Das habt ihr nicht gesehen. Lernen. Alle Abilities der Gegner erlernt. Ja, das habe ich offenbar mit dem Besiegen von Omega Weapon habe ich das geschafft. Meister der Beschwörung. Alle Bestie erhalten. Ja, das ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Magus Trio. Waffenmeister. Alle Waffen des Solaris erhalten. Ja, das habe ich. Ich habe sogar alle aufgemotzt. Meistersprachen. Alle 26 Albert-Lexika gefunden. Yep. Serene in Perfektion. Die Sphärobretter alle Hauptcharaktere vervollständigt. Das wird schwierig. Aber natürlich machbar. Beharrlichkeit, den Richter besiegt, den Feind überwältigen, Deus besiegt und dann gibt es noch eine versteckte Trophäe. Aber die kommt jetzt noch. Und dann noch Beginn einer Reise, Eternal Calm angeschaut. Das ist der Abschlussfilm, der in der Final Fantasy X International Version die nur in Japan erschienen ist. Also Bonusfilm dient und dieser Teil, also dieser Film, ist sozusagen auch noch die Vorgeschichte zu Final Fantasy X-2. Aber denkt ja nicht daran, dass ich Final Fantasy X-2 durchspielen werde. Oder Let's Play. Ganz sicher nicht. Okay, ich denke, das war jetzt alles. Und ja. Jetzt geht es aufs Ganze. Jetzt es ist ein bisschen traurig, aber jetzt wird schon es wird schon bald der Endboss kommen. Jetzt wird schon sehr bald wirklich der letzte Teil der Geschichte wird vollendet sein. Sehr schade. Ein riesiges Gebilde. Ich werde nicht mal irgendwie gefragt, ob ich das wirklich machen will. So, ab jetzt gibt es noch 10 Schatztruhen zu finden. Und jedes Mal, wenn ich in einen Eisblock rase. Mundgeruch, ja natürlich. Das werde ich natürlich noch das erste Mal Game Over werden. Oder auch nicht. Oder doch. Tobsucht habe ich auch noch. Titus muss geheilt werden. Bitte.
Ja, daneben, toll. Daneben, toll. Ja, eine ist jetzt tot. Das ist jetzt noch der Scheiß mit dem ganzen... Jetzt gehe ich tatsächlich Game Over. Jetzt ist Ausweichkonter wirklich richtig scheiße. Ich warte einfach mal, bis sie tot sind. Das seht ihr vielleicht irgendwann mal. Das ist immer ein anderer Zustand. Ah, zum Glück! Was ein Glück! Oh, was ein Glück! Ich hab's noch geschafft. Drohen kann ich. Weißt du was? Jetzt hol ich Yuna rein. Oh Mann, was hab ich für ein Riesenschwein mal wieder. Das hätte wirklich ganz böse ausgehen können. So, Tidus wieder ganz beisammen. Jetzt muss ich mal reizen, unbedingt. Jetzt wird er wenigstens keinen Mundgeruch mehr machen. Stattdessen wird jetzt einfach alle angreifen. Aber eben, was ist best? Kein Mundgeruch? Oder alle tot? Nein, was ist best? Mundgeruch und vielleicht alle tot? Oder einfach ein Flächenangriff? Ah, was für ein Glück. Was für ein Riesendusel. Nein, den lasse ich drin. Das war jetzt wirklich Schwein. Kimari. Nicht weg. Nicht wechseln. So, Riku war ja drin. Akka noch. Wer war noch nicht? Lulu. Lulu war noch nicht drin. Sonst? Yuna war drin, Riku war drin, Wakka war drin, Orm war drin. Gut. Nicht gut. Level werde ich jetzt nicht mehr. Aber heilen auf jeden Fall. Die kann ich jetzt verschwenden, wie ich will. Wo ist die Truhe? Dreht sich eben nur langsam, diese Kamera. Oh, weg. Ich muss ja die Schatztruhe finden. Ah,
Ah, verdammt, ist er weg. Da ist was. Immobila erhalten. Was ist Immobila? Das ist auf jeden Fall eine Ausrüstung, aber für wen? Sturmattacke, Steinattacke. Hm. Brauchst du das? Ich weiß nicht. Da ist wieder ein Abwehrmauer. Das ist, denke ich, eine Rüstung für Wacker. Hört sich zumindest so an. Zauberkonter. Okay. Das kann er mit seiner Waffe sowieso schon. Verdammt, weg. Weg da. Tech-Sphäroide halt. Weg. Uiuiui. Man muss sich echt irgendwie an das System gewöhnen, weil es kommt ja auch. Man sieht die Kristalle nicht. Zumindest nicht früh genug. Da ist einer. Magierstab. Ja, brauche ich auch nicht. Ich habe schon alles, was ich brauche. Na, verdammt. Oh, den Gegner habe ich noch nicht gesehen. Ein Landwurm. Gibt's nur im Sinnsinneren. Was gut dabei ist einfach, ich kann noch meine Ekstasen aufladen. Wendet RPM nach einer Vorbereitungsrunde an. Blinden schlafen anfällig, hohe Abwehrkraft, daher Panzerbrecher und Geistbrecher anwenden. Ja, war gar nicht nötig. Höhe daneben. Kraftquelle geklaut, yay! Orin. Kannst ruhig mal deine Rüstung wechseln. So. Baka. Dem sein Ekstase ist schon voll. Und wie ihr seht, Orin hat zwar mehr Angriff als Tidus, aber er nimmt nicht so viel ab. Was liegt eben daran, weil seine Waffe umgekehrt wirkt. Den hatte ich noch nicht. Yuna hat sich noch nicht richtig. Ja. Ja. Buck ist auch fertig. Yuna hat auch eine Ekstase voll. Aber er noch nicht. Und Tidus auch nicht. Und Kimari auch nicht. Kimari hat's nötiger. Oh nein, Tidus hat's nötiger. Kimari ist sowieso ein Charakter, den ich kaum brauche. 99 hat er noch. Medischild. Ah, zu spät. Weißferuid. Abgewehrt. Nice Block. Ah, da kommt einer. Eine Ritterlanze erhalten. Schön. Sollte ich mich doch mal nochmal treffen lassen. Wäre vielleicht noch mal sinnvoll für die Aufladung. Ja, mach ich doch gleich. Und mal wieder ein Barbatus. Yeah.
Hm, er ist immer noch in einem Panzer drin. Dann kann ich auch gleich Chimari dazu holen zum Aufladen. Nochmal Panzerbrecher. Hat immer noch nicht geklappt. Und eben nochmal. Hat immer noch nicht geklappt. Komm jetzt. Ach, immer noch nicht. Fährt mal zu Chimari abgeben. So. Dann noch Wakka als weitere Rüstung rein, sozusagen. Jetzt werde ich auch wieder abgeben, und zwar zu Auron. Aber ich mache fast auf Tidus, damit der sich noch ein bisschen aufladen kann. Jetzt hoffe ich, dass der scheiß Panzerbrecher endlich mal funktioniert. So. Hat er jetzt funktioniert? Nein, immer noch nicht. Dann lasse ich's. Ist egal, sonst habe ich einfach viel zu viele. Wirklich viel zu viel verbraucht. Das will ich dann auch nicht. Und dann habe ich einfach genug, muss man sagen. Was gegen alle. Abwehren. Bald ist sein Ekstasia voll. Schon wieder Sturmfarbe. Der Kerl geht mir auf den Sack. Ab bald ist ja die Ekstase voll. Bist du bald mal kaputt? Danke! Jetzt hat die Ekstase voll. Jetzt gibt es noch 4 Truhen zu vier Schätze zu finden. Da. Nein! Zu spät. Es ist noch schwierig, diese Schätze zu finden rechtzeitig. Verdammt, bin ich getroffen worden. Kann ich fliehen? Ja. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Sind alle geheilt? Ja, jetzt schon. So.
Wo ist jetzt so einer? Ist schwierig. Irgendwie ist keiner. Ja, natürlich. Oh, auf dich habe ich keinen Bock. I'll be right back. Möchte ja irgendwann mal zum Boss kommen. Aber irgendwie möchte ich die Schätze nicht finden. Da war einer. Keiner mehr da. Sind die nur? Das ist echt nervig. Taktisch gesehen mache ich wohl was falsch. Also bin ich ewig dran. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber. Ich hatte früher mal. Ups, ja, Kate Sith und Banner halt. Das ist eine Waffe für. Für Lulu. Sie kann tot. Wow. Sie ist so unnötig. Richtig unnötig. Weil niemand ist hier auf Tod irgendwie. Da ist noch eine. Runding gehalten. Das ist eine Waffe für Tidus. Und die müsste, glaube ich, Notextase können. Genau. Da ich sowieso eine Waffe habe mit Triple Extase, ist es mir sowieso ziemlich wurscht. Na, verdammt, noch getroffen worden. Gleich drei von denen. Go so easy on you next time. Ich glaube, ich habe wirklich keine Lust drauf. Fliege ich noch? Infinity erhalten. Was denn Infinity? Ausrüstung? Nee. 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 Ach ja, was kann die Rinderlanze? Ah, Angriff plus 18. MP-Verbrauch 1 und durchschauen. Mhm. Ganz gut. Ah, hier ist noch die letzte. Und ich werde jetzt noch die Gruppe wechseln. Tidus lasse ich drin. Tausche noch mit Kimari. Und Luna. Parasteroid. Ich habe auch nicht probiert auszuweichen. Wen haben wir denn da? Okay, jetzt könnte ich nochmal leveln, wenn ich möchte. Ach komm, ich werde noch kurz leveln. Warum eigentlich nicht? So, Kimari. Ah, das ist Magie. Was ist wichtiger? Geschick, Reflex oder mehr Abwehr? Mehr Abwehr.
Zauberabwehr um 4 gestiegen und Feuerkraft um 4 gestiegen. So viel mehr reicht's nicht. Für diese reicht es allemal noch für mehr Abwehr. Und für mehr Zauberabwehr. Mindestens einen Punkt. Für Wakka. Reicht es noch für mehr MP, es reicht noch für mehr Magie und für mehr HP, dann geht's noch weiter. Noch mehr Zauberabwehr. Und Anti-Z. Für Auron. Das, was er am liebsten hat. Und das, was er am meisten braucht, Geschick. Dann noch Angriff. Und 200 HP. Lulu. Noch ein paar MP mehr, aber das kann sie eigentlich nicht so gut gebrauchen. Und noch mehr Magiekraft. Was sie jedoch gut gebrauchen kann. Riku. Zielgenauigkeit und HP. Nun ja. Gleich 300. So, schauen wir nochmal die Statuswerte an. 18, 45, 89, 84, 54, 17, 92, 3, 36, 71, 39, 51, 21, 18, 37, 14, 86, 49, 15, 14, 50, 18, 37, 29, dann noch 58, 34, 52, 25, 48, 31, 38, 50, 95, 48, 11, 13, 37, 17, 26, 13. Lulu hat in der Magie schon sehr aufgeholt. 14, 58, 73, 86, 29, 17, 105. Und dann noch Riku, 70, 27, 31, 18, 77, 18, 16, 30. Sehr gut. Okay, ich denke, das ist genug. Ups, reden wir mal mit unserem Vater.